ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Geschwister sind nie alleine. Sie tragen immer den anderen im Herzen. Das hat im Wahlkampfendspurt nun auch die Union erkannt. Bislang war es ja eher so, dass die Schwestern aus dem Süden mitunter recht herzlos mit ihrer Verwandten umgegangen ist. Da stichelte Markus Söder immer wieder gegen die CDU und ihren Spitzenkandidaten Armin Laschet. Und der letzte Stich ins Herz kam vom CSU-Generalsekretär, der noch gestern erklärte, mit dem Söder stünde man besser da und meinte damit die aktuellen Umfragen, die die Union inzwischen klar hinter der SPD sehen. Nun aber, auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg ist die Geschwisterliebe neu entfacht, weil die Angst umgeht, nach dem Wahltag noch nicht einmal mitregieren zu können. Nadine Bader. Hier kommt der starke Mann aus Bayern. Der Kanzlerkandidat der Herzen, wie die CSU ihn gerne nennt. Doch auch die CSU muss bangen. Der Partei droht eine historische Wahlschlappe. Die Inszenierung auf dem Parteitag, fulminant. Inhaltlich setzt die CSU unter anderem auf steuerliche Entlastungen, besonders für den Mittelstand, und auf Lagerwahlkampf. Klar, viele Junge wissen nicht, was mit der DDR so war. Aber es gibt nach wie vor unglaublich viele Menschen in Deutschland, die sind empört und die sind ins Mark getroffen, dass SPD und Grüne ernsthaft, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, mit den Linken regieren wollen. Söder ruft auf zu Geschlossenheit gegen ein Linksbündnis. Heute keine Sticheleien gegen Armin Laschet, im Gegenteil. Für alle Journalisten zum Mitschreiben, wir wollen Armin Laschet als Kanzler haben statt Olaf Scholz oder Annalena Baerbock, liebe Freunde. Doch erst gestern hatte der CSU-Generalsekretär im Spiegel erklärt, natürlich stünden sie mit Söder als Kanzlerkandidat besser da. Wiederholen wird er das heute so nicht mehr. Wir wollen, dass die Union stärkste Kraft bei dieser Bundestagswahl wird und selbstverständlich Armin Laschet, der nächste Kanzler der Bundesrepublik. Der hatte zuvor auf die jüngsten Seitenhiebe aus München demonstrativ gelassen reagiert. Wir werden die nächsten 14 Tage dafür kämpfen, dass es die Kernfrage nicht hätte, wäre, könnte, sondern wer regiert ab 26. September die Bundesrepublik Deutschland? Ob Söder mit immer wiederkehrenden Angriffen gegen den Unionskanzlerkandidaten zu den schlechten Umfragewerten beigetragen haben könnte, eine Frage, die Sie hier eher zwischen den Zeilen beantworten. Es hat ein bisschen gedauert. Er musste wohl auch seine eigenen Ambitionen bewältigen und musste das verkraften. Aber in den letzten Wochen ist er ganz klar ein Unterstützer von Laschet. Mir geht es immer mehr um den Inhalt und dass das eine oder andere dann vielleicht mehr abgewogener im Vorfeld sein sollte, das will ich ja gar nicht ausschließen. Am Ende gab es dann doch einen kleinen Dämpfer für Söder, wiedergewählt zum Parteichef, aber mit 87,6% ein schlechteres Ergebnis als bei der vorangegangenen Wahl. Sein Appell an die Delegierten für morgen? Ich bitte euch ganz herzlich, dass wir morgen Armin Laschet einen tollen Empfang geben. Ein Parteitag unter Hochspannung. Denn für die beiden Schwesterparteien geht es in 2 Wochen um keine geringere Frage als Regierung oder Opposition. Die angekündigte Trendumkehr und Söders Ergebnis. Die Meinung des Chefredakteurs des Bayerischen Rundfunks, Christian Nitsche. Dieses Ergebnis hat Markus Söder nicht gefallen. Als Parteivorsitzender fast 4% weniger als vor 2 Jahren, das ist nicht die erwünschte Rückendeckung. Die Trendwende beginnt auf diesem Parteitag, hatte die CSU angekündigt. Noch ist sie nicht da, trotz der energiegeladenen Rede Söders. Seine entschlossene Corona-Politik und sein Ökokurs, beides überfordert manche an der Basis. Söder hatte in seiner Rede betont, ich bin ein Konservativer, eben modern und auf Augenhöhe der Zeit. Doch der Wandel, den er seiner Partei verschrieben hat, kommt nicht überall an. Und der Schock über die historisch schlechten Umfragewerte auch der CSU brauchte offenbar ein Ventil. Natürlich ist es eine politische Dummheit der Delegierten, das alles Söder in der jetzigen Lage hinzureiben. Jetzt braucht es in der CSU geschlossene Reihen, gerade weil Armin Laschet schwächelt. Apropos Laschet. Die CSU wird ihn auf dem Parteitag zwar öffentlich bauchpinseln, aber er ist für sehr viele eine einzige Enttäuschung. Dass er Söder bei der Kanzlerkandidatur abblitzen ließ, wird nicht verziehen.
Söder hat immer noch fast dreimal so gute Umfragewerte wie Laschet. Aber Umfragen zählen ja nichts, laut Laschet. Was für ein naiver Selbstbetrug der CDU. Der monatelang schlappe Wahlkampf von Laschet ähnelte fast einer politischen Selbstverbrennung. Die letzte Hoffnung der Union, die Warnung vor einem Linksrutsch. Es drohe eine andere Republik, das Ende des Wohlstandes, eine linke Umerziehungsregierung. Wir oder der Untergang, so die Botschaft. Der Erste, der allerdings bei einer Wahlschlappe untergehen wird, ist Armin Laschet. Die Meinung von Christian Nietzsche. Morgen vor 20 Jahren geschah etwas bis dahin Unvorstellbares. Anschläge mit Bomben hatte es zuvor gegeben. Doch hier waren Flugzeuge die Waffen und die Terroristen suchten sich die größtmögliche Bühne vor den Augen der Weltöffentlichkeit, eine Live-Show des Grauens. Es ist 8:46 Uhr Ortszeit, als ein Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers in New York einschlägt. Viele glauben hier noch an einen Unfall. Um 9:03 Uhr wird eine zweite entführte Maschine in den Südturm gesteuert. Millionen Menschen weltweit schauen live zu. Eine halbe Stunde später stürzt ein Flugzeug in das Pentagon in Washington und bringt Teile des Verteidigungsministeriums zum Einsturz. Eine Minute vor 10 fällt der Südturm des World Trade Centers in sich zusammen. Eine halbe Stunde später stürzt auch der Nordturm ein. Und um 10:03 Uhr schlägt ein viertes Flugzeug bei Shanksville in Pennsylvania auf einem Feld auf. Weil sie wussten, was ihre Entführer vorhatten, taten die Passagiere etwas ungeheuer Mutiges und opferten ihr eigenes Leben. Claudia Buckenmeier. Hi, Baby. Schatz, hör mir genau zu. Mein Flugzeug wurde entführt. Bitte sag den Kindern, wie sehr ich sie liebe. Ich hoffe, ich sehe dich wieder. Flugbegleiterin Cece Ross Lyles, Abschied von ihrem Mann. Die Weite von Pennsylvania, heute eine Gedenkstätte für die 40 Menschen, die hier vor 20 Jahren starben. Ein Nationalpark erinnert an sie. Der gepflasterte Weg zeigt die Flugbahn der United Airlines Maschine 93. Und dann blicken die Besucher auf die Absturzstelle unten am Waldrand. Megan ist mit ihren Freundinnen zum ersten Mal hier. Sie arbeitete am 11. September im Kapitol in Washington, einem möglichen Anschlagsziel. Wir wussten, die anderen Flugzeuge waren runter. Nur noch diese Maschine war in der Luft und sie kam in unsere Richtung. Ich stehe ewig in der Schuld dieser Menschen. Sie haben mein Leben gerettet. Der Stein markiert den Einschlag. Die Blackbox, die hier gefunden wurde, dokumentiert das Drama der letzten Minuten. Gordon Feld hat sich alles angehört. Sein Bruder Edward, Ehemann, Vater von zwei Töchtern, gehörte wohl zu denen, die versuchten, die Terroristen zu überwältigen. Statt die Terroristen bestimmen zu lassen, wie sie sterben, beschlossen sie zu kämpfen. Wir wissen, dass sie darüber abstimmten. Das ist so unglaublich, dass sie das in der Situation taten. Sie beteten gemeinsam, dann griffen sie an. Aufnahmen von 2001. Ein Krater, unendlich viele kleine Überreste. Das war das Bild, das sich den Rettungskräften bot. Unter den ersten Fotografen vor Ort war damals auch Scott Goldsmith. Die Geschichte hat ihn nie wieder losgelassen. Er erinnert sich an seine Eindrücke. Wir wurden hingebracht und suchten nach Flugzeugteilen, aber da war nichts, nur diese winzigen Metallteile. Seit 20 Jahren fotografiert Scott die Menschen, die hierher kommen. Die Gedenkstätte, für ihn ein besonderer Ort. Es wird einem bewusst, wie dumm es ist, zu hassen. Das ist für mich die Botschaft, die von hier ausgeht. Goldsmith nimmt uns mit nach Shanksville, das Dorf, das seit 20 Jahren alle mit dem Absturz der vierten Maschine verbinden. Der Löschwagen, mit dem die Feuerwehrleute damals rausfuhren, wird von diesen Männern regelrecht gehütet.
Es kommt einem wie gestern vor. Man wird das nicht mehr los. Aber es geht hier nicht um uns, sondern um die 40 Opfer. Mit 40 US-Flaggen erinnern sie an die, die sie Helden nennen, wie Passagier Edward Feld. Wir alle wollen nie wieder einen 11. September erleben. Zugleich sehen wir uns nach dem 12. September. An dem Tag waren wir alle eins. Heute sind wir das nicht, leider. Die Gedenkstätte für Flug 93, eine Pilgerstätte, ein Ruheplatz von 40 Menschen, die viele als Vorbild sehen. Und wir wollen sprechen über die Folgen des 11. September und zwar mit einem Journalisten, der sich seit Jahrzehnten mit Terrorismus beschäftigt, Georg Maskolo. Schön, dass Sie im Studio sind, Herr Maskolo. Hallo, guten Abend. Wir haben es gesehen, die Anschläge in den USA haben das Land so verwundet, dass sie gar nicht anders konnten, als zurückzuschlagen. Aber sie beließen es nicht dabei, den Drahtzieher der Terroranschläge zu töten. Sie riefen gleich einen ganzen Krieg gegen den Terror aus. Ja, wobei man sagen muss, dass der Anfang zunächst ein anderer ist. Die US-Regierung sagt den Taliban, liefert Bin Laden und andere Drahtzieher aus. Das tun sie nicht. Dann kommt es zum Einmarsch, zum Krieg in Afghanistan. Aber leider sieht man dann sehr schnell, dass die damalige US-Regierung auch unter dem Einfluss der Neokonservativen sich für Bin Laden und für Afghanistan interessiert, aber noch eine ganz andere Liste im Kopf hat. Irak steht ganz oben auf dieser Liste. Das heißt, sie bekämpfen nicht nur diejenigen, die die Urheber dieses Anschlages sind, sondern sie erliegen der Illusion, dass sie alles, was sie als feindlich ausgemacht haben, alles, was sie für das Böse erklären, eigentlich Stück für Stück auf eine Liste setzen und dann Stück für Stück abarbeiten könnten. Diese Hybris ist ganz sicher einer der schwersten Fehler in der Reaktion der US-Regierung gewesen. Wir wissen, dass durch den Einmarsch der Amerikaner im Irak der sogenannte Islamische Staat erst richtig stark werden konnte. Hat der Westen zugespitzt formuliert nur das befördert, was er eigentlich bekämpfen wollte? Also im Irak hat er das ohne Frage getan. Man kann zu gar keinem anderen Ergebnis kommen. Wenn wir uns erinnern, es gab ja nicht nur die falschen Aussagen, man muss sagen, die Lügen über die Massenvernichtungswaffen, sondern genauso hat die US-Regierung ja versucht, das Bild zu verbreiten, dass der Irak mit den Anschlägen zu tun hätte. Dann kommt es zum Einmarsch im Irak und als direkte Folge, muss man sagen, des Einmarsches im Irak, kommt es dann in der Folge zur Gründung des sogenannten Islamischen Staates, der übrigens eine ganz besondere terroristische Organisation ist, weil sich in ihr religiöse Fanatiker, aber auch Anhänger von Saddam Hussein, solche mit militärischer, geheimdienstlicher Ausbildung gefunden haben. Nur das hat es möglich gemacht, dass der IS eine so schlagkräftige, eine so gefährliche, mörderische Konkurrenz für Al-Qaida geworden ist. Der Irakkrieg war ein entscheidender Fehler dieser 20 Jahre. Sprechen wir über Afghanistan, denn auch dort, so ist zumindest die Sorge im Westen, könnte wieder neuer internationaler Terrorismus erstarken. Dazu wollen wir unseren Korrespondenten Marco Spieker dazu holen. Er ist live in Kabul dazugeschaltet. Er kennt sich sehr gut aus in Afghanistan und ist seit Sonntag wieder dort. Markus, was hat es zu bedeuten, dass einer der gesuchtesten Terroristen als Innenminister jetzt in der Übergangsregierung sitzt? Ja, das bedeutet einfach, dass die Taliban gemacht haben, was jede Bewegung macht, die die Macht erringt. Sie versorgt ihre führenden Persönlichkeiten mit den wichtigsten Posten. Und die führenden Persönlichkeiten bei den Taliban sind nun mal Kämpfer, Terroristen, Reaktionäre. Wie überhaupt die ganze Taliban-Bewegung ja eine Militante ist. Die wenigsten können da lesen und schreiben, sind schon mit normaler Polizeiarbeit überfordert, ganz zu schweigen von der Aufgabe, ein Land zu regieren. Und das ist ja auch eine Herausforderung für die Taliban in nächster Zeit, dass sie kaum Funktionseliten haben, gar nicht umhinkommen werden, auch Nicht-Taliban dann an der Regierung zu beteiligen. Die Frage ist, wie werden sie regieren? Die Taliban geben sich nach außen moderat und versprechen, Menschenrechte zu achten. Nach dem, was Sie in dieser Woche beobachtet haben, kann man den Versprechen trauen?
Nein, das kann man sicher nicht. Es verging in dieser Woche ja kein Tag, wo nicht irgendein Taliban-Funktionär irgendwas Neues, Schockierendes, etwas zum Thema Frauenrechte gesagt hat. Also Frauen sollen keinen Sport machen, sollen nicht unterrichten, sollen zu Hause bleiben, Kinder kriegen, draußen Burka tragen. Das waren aber bisher nur Verlautbarungen, keine Gesetze. Die wichtigste Maßnahme der Woche war sicher das Verbot nicht genehmigter Demonstrationen, weil es den Taliban im Moment vor allem darum geht, ihre Macht hier zu zementieren. Das tun sie auch dadurch, dass sehr viel Präsenz der Taliban auf den Straßen ist. Als ich heute in der Stadt war, kamen mir da wieder viele Taliban-SUVs entgegen, auf den Ladenflächen dann immer so 6, 7 Taliban, schwer bewaffnet. Und das schüchtert die Leute natürlich ein. Und meine Erfahrung in der Woche ist, dass die immer weniger bereit sind, die normalen Menschen, sich auch vor den Kameras, aber auch wenn die Kameras aus sind, kritisch über die Taliban zu äußern, während die Taliban sich uns Journalisten gegenüber, uns internationalen Journalisten gegenüber, noch relativ freundlich zurückhaltend verhalten, weil sie eben die Unterstützung, auch die finanzielle Unterstützung der westlichen Länder brauchen. Danke, Marco Spieker aus Kabul. Und weil sie die internationale Unterstützung brauchen, Georg Maskulo, gehört auch zu ihren Versprechen zu sagen, wir werden auf afghanischem Boden keine Anschläge mehr vorbereiten, die den Westen bedrohen könnten. Ist ja, das ist die eine Zusicherung, die die Taliban der US-Regierung in den Verhandlungen in Doha gegeben haben. Aber wir haben es gerade gehört, die Personalie des Innenministers Haqqani kann man, glaube ich, gar nicht anders deuten und gar nicht überschätzen. Es handelt sich bei ihm um jemanden, von dem die UNO sagt, er sei Teil des erweiterten Führungskreises von Al-Qaida. Das heißt, er ist eine Persönlichkeit, bei der man eigentlich gar nicht mehr auseinanderhalten kann, Taliban oder Al-Qaida. Kurzfristig, glaube ich, werden Taliban und Al-Qaida vor Ort genügend zu tun haben, um Macht zu konsolidieren. Langfristig besteht das Risiko, dass Afghanistan erneut zu einem Sehnsuchtsort für Dschihadisten aus aller Welt wird, dass sie versuchen, dorthin zu gehen, dann möglicherweise mit Anschlagsplänen in ihre Heimatländer zurückzukehren. Erinnern wir uns daran, wir senden hier heute aus Hamburg, dass 3 der 4 Todespiloten des 11. September aus Hamburg nach Afghanistan gegangen sind, dort von Bin Laden persönlich auserkoren worden sind, bei diesem terroristischen Anschlag die entscheidende Rolle zu spielen. Das zu verhindern, dass es wieder zu solchen Reisebewegungen kommt, wird entscheidend für die kommenden Monate und Jahre sein. Was ist Ihre Bilanz? 2 Jahrzehnte nach 9/11 und nach dem Abzug in Afghanistan. Stehen wir jetzt wieder dort, wo wir vor 20 Jahren begonnen haben? Also zumindest, wenn ich nach Afghanistan schaue, dann erinnert bedrückend viel an das, was wir vor 20 Jahren gesehen haben. In diesen 20 Jahren, muss man sagen, sind die größten Hoffnungen, die wir hatten, haben sich nicht realisiert. Aber auch unsere schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten. Nach dem 11. September gab es ja welche, die gesagt haben, wir werden jetzt regelmäßig Anschläge wie den 11. September erleben, möglicherweise wird es noch schlimmer werden. All das ist bisher nicht eingetreten. Ich glaube, wir werden weiter Terrorismus erleben. Er wird eine Leidensprüfung für diese Gesellschaft bleiben. Fragen Sie mich nach meiner persönlichen Bilanz dieser 20 Jahre, dann finde ich besonders bedrückend, dass zu der militärischen Niederlage eine moralische Niederlage ungeheuren Ausmaßes kommt. Wir haben die Menschen im Stich gelassen, die an ein anderes Afghanistan geglaubt haben, die sich engagiert haben, die an unserer Seite dafür eingetreten sind. Und jetzt sitzen sie in Kabul und zittern bei jedem Klopfen an ihrer Tür, weil sie nicht wissen, ob es die Taliban sind. Dass das Ergebnis nach 20 Jahren sein würde, hätte ich mir nicht vorstellen können. Und ich finde es beschämend. Danke für Ihre Einschätzung und den Besuch im Studio. Georg Maskolo. Gern. Willkommen zur Corona-Pandemie, die jetzt immer öfter den Beinamen der Ungeimpften trägt. Denn die Geimpften kehren mehr und mehr zur alten Normalität zurück. Und zu ihnen können übrigens jetzt auch Schwangere und Stillende zählen. Ihnen empfiehlt die Ständige Impfkommission nun auch eine Impfung. Während also den Geimpften mehr Freiheiten gewährt werden sollen, müssen Ungeimpfte immer häufiger draußen bleiben und sollen nun auch für ihre Impfunwilligkeit bezahlen. Denn sie sollen, müssen sie in Quarantäne, nicht mehr automatisch weiter Lohn bekommen. Klaus Weidmann über ein umstrittenes neues Stoppschild für die, die sich dem Impfen widersetzen. Impfpflicht, nein danke. Ich lass mich nicht impfen. Stopp Zwangsimpfung. Seit Beginn der Pandemie gehen Bürger auf die Straße und protestieren gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Das Thema drohte Deutschland zu spalten. Mittlerweile sind mehr als 60% der Bundesbürger geimpft, doch das reicht nicht. Die Länder sind gefragt, zuständig für die Gesundheitspolitik. Sie wollen jetzt den Impfmuffeln an den Kragen.
Wir sind davon überzeugt, dass die Menschen, die die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, also nicht die, die aus medizinischen Gründen beispielsweise ausgenommen sind, dass sie ihre Eigenverantwortung annehmen müssen und entscheiden müssen, wollen sie nicht doch jetzt noch sich impfen lassen oder nicht. Wer sich nicht impfen lässt, soll für die Zeit der Quarantäne keine Lohnentschädigung mehr bekommen. In Rheinland-Pfalz tritt die neue Regelung ab 1. Oktober in Kraft, in Baden-Württemberg ab nächsten Mittwoch. Nordrhein-Westfalen stellt die Quarantäneentschädigung für Ungeimpfte ab 11. Oktober ein. Andere Länder ziehen nach. Personen, die ein Impfangebot haben, es nicht annehmen, dass für diese Person nicht die Allgemeinheit einstehen kann. Und insofern ist es folgerichtig, dass jetzt, da alle ein Impfangebot bekommen haben, die Entschädigungszahlungen, da wo man in Quarantäne kommt, eben dann auch zurückgefahren werden. Ich halte das für den richtigen Schritt. Auch Berlin ist dafür, gibt aber zu bedenken. Es ist schon ein sehr sensibler Bereich und man muss das auch zu Ende denken, haben wirklich alle ein Angebot bekommen können und was es auch mit Geimpften, es gibt solche Sonderfälle, die dann auch in Quarantäne müssen, weil sie Kontaktpersonen sind. Also man muss sich sehr genau angucken, wie so ein Vorgehen dann auch formuliert wird. Kritiker sagen, wenn infizierte Beschäftigte Lohnkürzungen in Kauf nehmen müssen, wirke das wie eine Bestrafung. Sie würden nicht in Quarantäne gehen. Damit gefährdeten sie sich selbst und ihre Kollegen. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält deshalb nichts von dieser Länderinitiative. Das ist der Versuch, die Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen. Das lässt sich aber leicht aushebeln, weil die Kontaktpersonen, die werden dann einfach häufig zumindest gar nicht mehr in Quarantäne gehen. Zumal die Kontaktverfolgung ja in vielen Bundesländern wie in Nordrhein-Westfalen weitestgehend eingestellt ist. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wollte sich heute dazu nicht äußern. Es gibt nun mal Themen, die sich nicht für den Bundestagswahlkampf eignen. Dazu gehören wohl auch Sanktionen gegen Impfgegner. Diese Pandemie ist erst zu Ende, wenn überall auf der Welt die Menschen ausreichend Impfstoff erhalten. Und während in Deutschland bereits Termine für Auffrischungen vergeben werden, ist ein ganzer Kontinent nach wie vor weitgehend ungeschützt der Pandemie ausgeliefert. Die Weltgesundheitsorganisation hat erklärt, das Ziel, bis Monatsende 10% der Menschen in Afrika zu impfen, werde nicht erreicht. Dort fehlt es jedoch nicht nur am Serum, sondern auch an Aufklärung, wie Caroline Hoffmann aus Kenia berichtet. Kimana, ein Dorf im Westen Kenias. Eigentlich sollen die Maasai, die hier leben, jetzt gegen Corona geimpft werden. Doch sie weigern sich. Bevor ich das nehme, möchte ich doch wissen, warum sie mich davor nach meinen Angehörigen fragen. Für mich heißt das, wegen des Impfstoffs verkürzt sich dein Leben. Dass der Impfstoff aus dem Ausland kommt und nicht aus Kenia, ist ein weiterer Grund, warum hier am lokalen Gesundheitszentrum viele Gespräche nötig sind. Eine große Herausforderung. Die Menschen glauben, dass dies ein indirekter Weg ist, das Land erneut zu kolonialisieren, indem sie vielleicht die Geburt von Kenianern kontrollieren. Misstrauen gegenüber dem Produkt aus dem Ausland, Gerüchte und viele Sorgen gibt es nicht nur auf dem Land, sondern auch in den großen Städten wie Nairobi. Wir hören, dann können wir keine Kinder mehr bekommen. Ich brauche das nicht, denn ein Kollege sagte mir, wer geimpft wird, ist danach eine Woche krank. Deshalb habe ich Angst davor. Bessere Aufklärung über die Impfung und mögliche Reaktionen fordert auch die afrikanische Seuchenschutzbehörde selbst. Doch es gibt einen Grund, warum man die Bevölkerung bislang nur zurückhaltend informiert. Es fehlt an Impfstoff. Als die Impfungen letztes Jahr auf den Markt kamen, wussten die meisten afrikanischen Länder, dass sie keine bekommen würden. Deshalb gab es keine Informationen für die Bevölkerung. Wir können den Menschen doch nicht sagen, wie hilfreich und wie gut die Impfung ist, wenn wir sie ihnen nicht anbieten können. Dann schaffen wir eine Nachfrage und können sie nicht bedienen. Und das ist immer noch so. Im Krankenhaus von Machakos, einer Stadt in der Nähe von Nairobi, gibt es an diesem Tag den Impfstoff von AstraZeneca. Viele Menschen reihen sich in die Schlange. Aber insgesamt kommt immer noch viel zu wenig an, in fast allen afrikanischen Ländern. Erst rund 3% der Bevölkerung des Kontinents sind voll immunisiert, während es in Europa und den USA schon um Auffrischimpfungen geht. Es ist eine Impfstoff-Apartheid, eine weltweite Diskriminierung, in der einige Länder alles haben. Diesen Eindruck teilen in Afrika viele. Denn der Kontinent ist stark abhängig von Spenden. Hinzu kommt,
Viele reiche Regierungen reservierten die Impfdosen für dieses Jahr weitgehend für sich und teilen nur schleppend mit den ärmeren Staaten der Welt im Rahmen der sogenannten COVAX-Initiative. Auch wenn in Afrika jetzt immer mehr geimpft werden kann, genug Impfstoff gibt es noch lange nicht. In den USA steht zwar genügend Impfstoff zur Verfügung, vollständig geimpft sind allerdings nur etwa 54% der Bevölkerung. US-Präsident Biden hat nun neue Pläne angekündigt. Weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber. Mitarbeiter großer Unternehmen sollen nach den Plänen des US-Präsidenten angesichts hoher Corona-Fallzahlen zur Impfung oder regelmäßigen Tests verpflichtet werden. Biden sagte, es sei frustrierend, dass fast 80 Millionen Amerikaner immer noch nicht geimpft seien, obwohl kostenlose Impfungen zur Verfügung stünden. Scharfe Kritik an den Plänen kam von den Republikanern. Dänemark hat heute die letzten Corona-Beschränkungen aufgehoben. Von heute an müssen auch Besucher von Großveranstaltungen und Diskotheken nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Maskenpflicht wurde in den vergangenen Wochen bereits schrittweise zurückgefahren. Die Regierung begründete ihre Entscheidung mit der hohen Impfquote. In Dänemark sind mehr als 83% der über 12-Jährigen vollständig geimpft. Gut drei Monate nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht das künftige Regierungsbündnis. Nach SPD und CDU hat nun auch die FDP der schwarz-rot-gelben Koalition zugestimmt. Am Montag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Für Donnerstag ist die Landtagssitzung geplant, auf der die Abgeordneten der drei Fraktionen Rainer Haseloff von der CDU im Magdeburger Landtag wieder zum Ministerpräsidenten wählen sollen. Der Bundesrat hat in einer Sondersitzung eine Reihe von Beschlüssen gefasst, darunter die Freigabe der Hilfen für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Bis zu 30 Milliarden Euro aus dem Hochwasseraufbaufonds stehen damit zur Verfügung. Betroffene Haushalte und Unternehmen können in der Regel Zahlungen von bis zu 80% des Schadens erhalten, in Härtefällen auch mehr. Im Libanon gibt es nach monatelangem Machtkampf wieder eine Regierung. Präsident Aoun und Ministerpräsident Mikati einigten sich auf ein Kabinett, dem 24 Minister angehören. Die frühere Regierung war nach der Explosionskatastrophe im Hafen Beiruts zurückgetreten. Seitdem verhinderten Rivalitäten führender politischer Kräfte die Regierungsbildung. Der Libanon erlebt seit fast zwei Jahren die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seiner Geschichte. Die britische Chemikerin Claire Gray ist in Hamburg mit dem Körberpreis für europäische Wissenschaft ausgezeichnet worden. Gray erforscht an der Universität Cambridge neuartige Batterietypen, die besonders effizient, sicher und schneller ladbar sind. Leistungsstarke Batterien gelten als wichtige Grundlage, um die Klimaziele in den kommenden Jahrzehnten zu erreichen. Der Preis ist mit 1 Million Euro dotiert. Dann fehlt jetzt noch das Wetter. Claudia, mach gute Laune. Karin, das würde ich gerne. Gut, ab morgen Nachmittag, vor allen Dingen aber Sonntag, geht das auch. Morgen wird es nochmal Schauer und Gewitter geben können, dann vor allem über der Osthälfte. Und dann ist auch ein bisschen mehr Sonne dabei. Man sieht morgen 0 bis 2 Stunden so von Nordrhein-Westfalen rüber bis nach Mecklenburg. Dagegen nach Südwesten hin schon 6 bis 8 Stunden Sonnenschein, also Saarland, Rheinland-Pfalz. Und Sonntag dann mehr Sonne für alle, vor allem über der Südhälfte mehr als 4 Stunden, direkt am Alpenrand 8 bis 10 Stunden. Und dickere Wolken hängen dann noch von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen rüber bis ins nördliche Brandenburg. Im Augenblick aber sind noch ein paar richtig kräftige Schauer und Gewitter unterwegs, vor allen Dingen noch in Niedersachsen. Das heißt, zwischen 8 und 9 Uhr beispielsweise gab es nordöstlich von Lüneburg 50 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. Man sieht hier noch dieses rot eingefärbte. Rund um Hamburg noch einzelne sehr kräftige Schauer und Gewitter, genauso wie auch an der Elbmündung. Also da dann weiter nach Norden und Nordwesten hin gibt es jetzt noch kräftige Regengüsse. Die lassen dann in der Nacht mehr und mehr nach und gehen auch mehr und mehr in Schauer über, also keine Gewitter mehr dabei. Und in der zweiten Nachthälfte lässt es dann insgesamt nach. Das sieht man auch auf unserem Wolkenvorschaufilm. Es regnet dann noch. Das heißt, die Schauer kommen weiter nach Osten voran. Morgen Vormittag bereits erste Schauer, die es vereinzelt geben kann. Im Laufe des Nachmittags dann von Brandenburg bis nach Bayern auch wieder örtlich sehr kräftige Schauer und Gewitter. Das heißt, mit starkem Regen innerhalb kurzer Zeit können auch da wieder so 20, 30 Liter oder örtlich sogar mehr runterkommen. Wird aber nicht flächendeckend der Fall sein.
Die Temperaturen gehen bis morgen früh runter auf 18 bis 13 Grad. Morgen Nachmittag steigen sie dann meist auf 22 bis 25 Grad. Da ist es dann nach Osten hin am wärmsten, genauso wie auch am Oberrhein. Und die nächsten Tage bringen eher trockenes Wetter. Am Sonntag häufig Sonnenschein bei 21 bis 26 Grad. Wenige Schauer dann noch im Nordosten und Osten. Und am Montag überall trocken und das dann sogar bei bis zu 27 Grad wieder im Südwesten. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier geht's jetzt weiter mit einem Dokumentarfilm, der zeigt, wie wir in Deutschland die Anschläge vom 11. September erlebt haben. Tagesthemen gibt es dann morgen Abend wieder um 22:45. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann. Schönen Samstag.